Okay. Heute sind wir wieder beim Nachspritzen und da haben wir einen Ford Focus. Den habe ich vor einem Jahr gemacht. Der hat jetzt einen Sommer, einen Winter drauf und ungefähr 10.000 Kilometer ist der Besitzer gefahren. Der hat einen sehr, der war sehr rostig, weil die Achsen kann ich mich erinnern. Da gibt es auch ein YouTube-Video. Ich versuche mal das rauszufinden und euch zu verlinken da oben. Und er hat gekriegt, wenn man alles da ist, Metallic, das ist Metallic. Und schau, das ist auch sogar noch ein bisschen weich, gell? Das ist aber, es ist so grifftrocken, aber man spürt, dass es nicht perfekt hart ist, dass es doch noch ein bisschen flexibel ist. Aber vom Rost überhaupt keine Spur mehr. Das hat sehr gut gehalten, wunderbar. Also ganz toll. Das ist einmal eine super Werbung für Karlein Rostobräumer, weil man ja, da kommt ein bisschen Rost, da kann man jetzt ein bisschen nachspritzen, da oben kommt ein bisschen Rost. An die brutalen Stellen halt doch ein bisschen, gell, aber eben das en gros haben wir gebannt. Ne? Das war Karlein Rostobräumer und Metallic. Und das hat sehr gut funktioniert. Hohlraumschutz sieht man da auch noch, sieht man das, gell? Der ist auch noch schön weich. Dieses Dinitrol 1000 ist da drinnen. Das bleibt auch in Bewegung. Kann dann jeden Winkel erreichen, wenn er dann im Sommer fährt. Also bis rauf zu den Federn ganz auf. Ich sehe absolut keinen Rost mehr. Echt klasse. Da schaut sich das, schaut, da ist ein bisschen Rost, gell, da unter dem Motorwanne, weil abschrauben jetzt und da ein bisschen nachspritzen. Nachspritzen können wir. Schau, sogar die Tripode, das war wahrscheinlich genau da oben beim Spritzen, gell, und da wo ich nichts drauf gespritzt habe, da ist es ein bisschen rostig. Das mache ich jetzt. Ne. Jetzt kriegt er ein bisschen eine Bürste, ein ML und dann ein Metallic nach. An die Stellen, wo es jetzt ein kleines bisschen wieder rostet. Aber das ist schon ein sehr guter Erfolg, würde ich sagen. Weil wir letzte Woche so einen Hilux gehabt haben mit mehr Rost, da hat es nicht so viel geholfen. Aber das wird vielleicht einfach auch die Gangart sein, gell? Wo der Besitzer fährt, gell? Und wir. Der wird normal bewegt, auf der normalen Straße, 10.000 Kilometer, ganz normal halt. Und bei uns, ein Winter ist wirklich salzreich. Da muss man schon rechnen, dass wieder kommt, aber das ist ein sehr guter Erfolg. Jetzt tue ich abbürsten mit Drahtbürste. Das haben wir im letzten Video schon gesehen, das muss ich jetzt nicht extra filmen. Dann kriegt er ein ML vorgespritzt, das ist ein dünnes Rostabkriechöl. Und dann wieder ein Metallic nachgespritzt, das reicht einmal. Das kann man noch 5 bis 10 Jahre machen, je nach Verwendung und je nachdem, wie er halt rostet. Bei dem sicher 10 Jahre. Und dann muss man es vielleicht wieder mal richtig machen. Ne? Eine Konservierung für die Ewigkeit gibt es sowieso nicht. Da. Aber ich traue mir zu, die Karosserie kann ich für die Ewigkeit konservieren. Zumindest für Autoleben. Wenn sie noch keinen Rost hat. Gell? Wenn man da früh genug dran ist, kann ich das machen. Aber die Achsen, das war unseriös zu behaupten, dass das für die Ewigkeit hält. Ne? Aber das war sehr gut, weil der war sehr rostig. Da, was wieder ein bisschen kommt. Ja, was ich gemacht habe, ich habe im Winter 2 oder 3 Mal, ich habe das Wetter halt gesehen, da bin ich mal zur Waschbox gefahren und habe halt den Hochdruck reinigen unten außen. Ah, das ist super. Hast du mit dem Hochdruckreiniger unten außen gewaschen? Und da geht nichts ab, gell? Das ist schon klasse. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich nichts übersehe. Da oben kann ich mit der Bürste gar nicht hinschauen. Ja. Machen wir dann anders. Dafür rostet da eine Ölwanne. Jetzt ist es schon schön matt. Letztes Jahr
Nein, das war noch vorm Konservieren. Ja. Der Leichentuber war eine dann. Ja. Das war, ist so eine Woche bei dem Auto. Und ja, der Zylinderkopf ist weg. Da ist er also aus einem Plan drinnen. Oh je. Da hat er ausgedampft. Das sind aber harte Brocken, gell? Ja, Turbo, Kopfdichtung. Na, ja, wenigstens stirbt er kein Rost dort. Bei sagen wir es, ich hab da eher. Da bin ich jetzt wieder mit einem Auto zu dir gekommen. Ja. Hast du dann genau die gleiche Behandlung? Sowieso, volle Panier. Ohne, oder? Also wenn du nie gefahren bist, brauchst du keine Reinigung, aber wenn der Baum im Regen gefahren bist, reit du ihn schon reinigen. Ja, weil dann ist er auch noch dreckig. Ja, er braucht da nicht so viel Reinigung. Ne? Aber ohne Reinigung ist glaube ich nicht gut. Kann man auch machen, wenn er echt noch sauber ist, gell? Kann man das natürlich ohne Reinigung auch machen. Aber ich kann da aus Erfahrung sagen, wenn ein Baum im Regen fährst, ist er halt nicht sauber. So schaut das wieder cool aus. Jawohl. Dort rein war noch Wurst, habe ich gesehen. Sieht ihr mal? Beide Seiten. Nachspritzen ist easy. Also der passt wieder. Schauen wir zum nächsten. Der nächste heute ist so ein VW Tiguan. Den haben wir auch vor einem Jahr gemacht ungefähr. Auch mit Metallic. Und schaut immer noch wunderschön aus. Bis auf so kleine Stellen, wo es wieder von unten aus treibt. Und den spritzen wir jetzt nach. Da zum Beispiel. Das sind immer die ganz gemeinen Stellen. Sieht man das? Hoffentlich. Meine Kamera ist hinten am Monitor so dunkel, dass ich meine, die Leute sehen nichts, aber es geht dann. Da ist alles gut. Karosserie wird wahrscheinlich jetzt ein Leben lang geschützt sein, da kommt nichts. Der hat einen super Hohlraumschutz rein jetzt und außen das Metallic drauf. Die Karosserie ist sicher für Autoleben geschützt, aber bei den Achsen muss man halt immer kontrollieren. Da hinten bei den Querlenker kommt ein bisschen Rost raus. Und das spritzt mir jetzt auch ein bisschen nach. Da war schon bei dem Querlenker. Von außen kommt nichts mehr an der Metall, aber das kommt halt wieder von innen raus. Aber ist auch ein sehr gutes Ergebnis mit Kalan Roststoffprimer und Metallic. Geil, ja. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es da ein Video gibt. Wenn, ich werde mal suchen und dann verlinke ich euch das oben da. Nachricht-LED ist einfach nicht mehr eingetan. Nachricht-LED? Habe ich eingetan. Achso, cool. Design. Muss man zeigen nachher. Zulassung? Ja. Ah, jetzt spritzt sie wieder. Das ist einfach Philips. Das geht das beim VW auch in den Arsch an. Achso. Und ist heller? Ist spürbar heller? Dann überlege ich mir das für mein T5 auch. Ich bin ja alter Mann und sehe nichts mehr. Ja. Kannst du statt die H7 einfach reintranen und nichts weiter tun, oder? Ein Adapter. Wird schon wieder kompliziert. Nein. Ich sprühe schon wieder, gell? Ich kann nicht mehr auch hören. Ah. Ja,
Der Besitzer ist schon ganz begeistert vom Aufheben. Also da haben wir jetzt einen Peugeot, was ist denn das, 3008 vom Hans. Hans, darf ich die ins Bild bringen? Gerne. Das ist der Hans. Du bist jetzt, glaube ich, einen Sommer, einen Winter gefahren. Ich bin jetzt komplett im Winter gefahren. Also ich habe das im Oktober machen lassen. Und bin jetzt, meine, glaube ich, über 13.000 Kilometer gefahren. Winter cool. Wie Sommer und so weiter. Aber dann schauen wir mal durch. Schauen wir durch. Also im Winter und Sommer 13.000 Kilometer. Der hat auch Karl-Heinz Rostock-Primer und die Nitrol Metallic. Schaut gewaltig gut aus. Der war nicht ganz neu, glaube ich, wie wir gemacht haben. 2 Jahre. 2 Jahre war er schon alt. Also haben wir ein bisschen Rostreparatur auch gemacht. Und in Achsen, das schaut alles toll aus. Da kommt ein bisschen. Da spritzen wir jetzt wieder ein bisschen nach. Finde ich nicht so ganz schlecht. Gut. Fantastisch, die Karosserie ist jetzt eigentlich ein Autoleben lang geschützt. Da ist super Hohlraumschutz rein und mit dem Metallic außen drauf kommt da nichts mehr hin. Jetzt bin ich gespannt vorne, ja, da bei den Narben, gell. Die kriegt man ein bisschen schwer unter Kontrolle. Da spritzt man ein bisschen nach. Aber fantastisch. Ist wirklich toll. Ja, da beim Triboden, da tun wir ein bisschen bürsten. ML vor. Ein Metallic nach. Das sind die einzigen Stellen, finde ich klasse. Jetzt werde ich noch schauen, ob es da wieder gibt bei der Konservierung. Ich weiß es nicht mehr auswendig und dann verlinke ich euch das wieder da oben. Jetzt fehlt mir aber das Bürsten, das Nadeln nicht mehr mit. Ich muss ein bisschen weiter tun. Bin schon im Verzug. Der nächste steht schon wieder vorne außen. Ich muss ein bisschen weiter tun. Da vorne ist der Bentley. Ja, das ist total schön. Motorträger, alles tipptopp. Ich spritze trotzdem ein bisschen die Kanten ein. Das tut nie Schaden. Das ist immer gut. Ja, ist klasse. Echt klasse. Ah, da, der Kühlerträger sind auch immer sehr rostig. Da ist ein bisschen, gell. Sack und zu ist er gespritzt und vom Sauerstoff wieder abgeschlossen. Da kann man eigentlich auch einfach so, da muss jetzt gar nichts sein, da kann man einfach ein bisschen einspritzen in die Überlappungen, wenn sie so weit auseinander sind, auch noch. Schau her. Das ist leider gut, was man macht. Kann nichts schlecht sein. Wo haben wir denn jetzt was gehabt? Boah, da muss ich echt suchen. Schauen wir mal, wie das schön ist, ne? Aber da gibt's schon wieder, das verlinke ich euch. Wow. Da ist eine Stelle. Und den Rund spritze ich auch ein bisschen mit. Ja. Der nächste ist ein VW Passat. Den haben wir auch gemacht mit Karl-Heinz Rostock-Primer und die Nitrol Metallic. Der Angel ist auch gerade da, der möchte Winterreifen wechseln. Gell? Machen wir Winterreifen für den Angel. Auch ein haben wir wieder einen Skoda. Ein alter Octavia war das. Gell? Ja. Und dann mit seinem neuen Lessing, so halb Wohnmobil, mit seinem Opel Movano. Movano. Octavia, ne? Combo. Combo. Octavia war der Skoda. Stimmt. Combo. Ein ja, Opel Combo, ja, so einen kaufen wir vielleicht auch. Wenn mein alter D5 einmal das in Geist aufgibt, was ich nicht wirklich glaub, höchstens der Rost, ja. Dann kaufen wir auch so einen. Lass die Trennwand drin. So einen kleinen, keine Ruhe vorne. Ja. Die ganzen Caddies, die sind alle so laut.
Und der ist so leise. Ja, wenn ich keinen Hund habe, lasse ich sie drin, aber mit Hunden. Ach so, ja, ja, na da gut. Brauche ich die, da musst du Abstriche machen. Liebe, ja. Kommt vom Herzen. Ja, passt. Dann da ein bisschen, dann schauen wir uns einmal unten rein. Also, ein kleines Augsprung ist natürlich der Querlenker, der hat leider viel Steinschlag abgekriegt. Der ist nicht so schön. Beide Seiten. Okay. Aber sonst ist er super geworden. Sonst hat er eigentlich überhaupt keine. Da rein, wenn man schaut, ist alles wie neu unter die Plastik. Und auch da auf ist alles wieder komplett schön und hat keinen Rost. Federborn, was sonst immer sehr rostig wäre. Auf der Seite dasselbe. Alles tiptop. Und da hinten wird halt schon viel Rost gewesen sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Und das kommt halt leider wieder raus. Gell? Und der hat viel Steinschläge abgekriegt, das sieht man da. Und das spritzen wir jetzt halt nach. Das machen wir gleich und dann kommt. Dann haben wir die ein bisschen eingesprüht mit ML, die Querlenker. Das lassen wir jetzt wieder schön einwirken. Gute 15 Minuten, dann ein bisschen abtupfen und dann kriegt er wieder das Metallic drauf. Und dann ist das wieder gut. So, der Peter und ich, wir kontrollieren jetzt den nächsten. Das ist ein Opel Combo. Wo wir zuerst gesagt haben, der Opel Combo. Der Passat ist mir jetzt schnell abgehauen. Den habe ich noch nachgespritzt mit Metallica. Da ist wieder bitte top ausgeschaut. Aber jetzt schauen wir uns den Opel Combo. Und den habe ich auch mit Dinitrol Metallic gemacht. Wie schaut er aus? Roststoffreimer und Metallic. Und jetzt schauen wir mal in alle Ecken und Enden. Du kannst schon dabei sein. Man kann hier sehen, dass du filmst. Das macht ja nichts. Du bist ja nicht so kamerascheu. Na lecker schaut er aus. Aber schon tipptopp, ja. Richtig gut. Na bitte. Richtig gut. Da hat es mit Zukunft keinen Rost. Und da gibt es ein Video, das weiß ich. Und das verlinke ich dann euch oben. Dann sieht man, wie der vorher ausgeschaut hat. Das ist klasse. Auch der Motorträger. Der war jetzt nicht alt. Ne? Da haben wir einen kleinen Rost unten. Das spritzt man nach, dass er nicht ganz umsonst gekommen ist. Der gute Angel. Ah, richtig gut. Ach, auch da drauf. Schaut alles sehr gut aus. Das ist jetzt wieder Rostoff-Primer und Metallic. Alles tipptopp. Ja. Man sieht schon, wenn die Autos normal bewegt werden, wenn sie nicht gerade an Jäger, Förster, Bauer gehören, dann sind die ja nicht so brutal im Abtrieb und schauen bei Weitem besser aus. Die müssen in den Acker fahren, die Bauern. Die fahren überall in den Acker. Ja, Peter, versau dein Kopf. Oh. Das ist durch. Ja. Das ist schon den Hilux, was ich letzte Woche eingestellt habe, der war wirklich ein bisschen Enttäuschung. Aber das kommt echt aufs Auto auch drauf, wenn man die das einer bewegt. Gell? Ja, ja. Jetzt mache ich noch die anderen Hilux und ich bin gespannt, wie der ausschaut. Ja, ich auch. Wir dann sehen ein bisschen bürsten und ein bisschen nachspritzen. Das filmen wir jetzt nicht extra. Das habt ihr gesehen nach einem Jahr. Wie viele Kilometer bist du ungefähr gefahren? Oh, 4.000, 5.000. Ah, das ist nicht viel, das ist nicht viel, gell? Nee. Das 4.000, 5.000 ist jetzt nicht so gut. Nee, warte mal, ich habe eh gefahren. Entschuldige bitte. Ich bin ein bisschen durcheinander durch die Busfahrerei. 10. Locker. Ja, in einem Jahr fährst du eher 10.000. Ja, locker. 5.000 10.000, 12.000 bin ich gefahren. Als Berliner, ne? Ja, ja. Ja. Weil ich habe ja schon 2000 in Berlin und zurück. An Winter, an Sommer. Ja. Und der passt. Dann haben wir Salzburg, dann waren wir Gardasee. Nee, 12.000 kommt hin. Sind wir zufrieden, passt. Ja. Und jetzt sind wir bei dem Hilux. Den erwarte ich schon mit Spannung. Das ist jetzt ein Hilux, der wird eher im Normalbetrieb gefahren, also nicht so Gelände, nicht kein Bauer, kein Förster, kein Jäger. Einfach ein normaler Typ mit Hund oder Frau mit Hund, besser gesagt. Und der schaut schon wirklich bei Weitem gut aus, gell? Der schaut richtig gut aus. Da haben wir auch Karlein Rostoff-Primer genommen und Metallic. Und der hat absolut eigentlich fast keinen Rost. Da bei den Federn spritzt jetzt ein bisschen nach. Da ein bisschen. Okay. Bei dem gibt es ein Video, wo ich ihn konserviert habe, das verlinke ich euch wieder da oben oder da oben.
da wo das I ist, könnt ihr euch anschauen, wie der ausgeschaut hat, ursprünglich, wie er zu mir gekommen ist. Der Rahmen ist immer noch sehr schön, da ist auch nichts gekommen. Ich muss mir da echt Gedanken machen, warum das bei einem nicht so klappt und bei einem wieder gut klappt. Aber ich schätze halt, das wird wirklich mit dem Gebrauch zu tun haben, gell? Wie das einer hernimmt, das Auto. Das ist toll. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer die gefahren sind. Das ist sehr rostig wieder, der Sprit. Aber für das ist ja kein Mann zum Nachspritzen. Ne? Aber da habe ich ja einen leichten Job. Ne? Ich meine, der eine, der so rostig war, bei die Native-Roll, der schaut jetzt auch wieder gut aus und das wird auch wieder halten, eine Zeit. Da kommt, glaube ich, Wasser von der Klima runter, oder was ist das? Ist das vom vom Rahmen? Weiß es nicht. Also da kann man schon wieder stolz sein. Das passt. Und den Besitzer oder die Besitzerin, das sind eigentlich zu zweit immer, die Frau, glaube ich, fährt mehr mit dem Auto als wie er. Na, schau her, ist echt super. Das, was da im Abrieb steht, fest von vorne, schau da die Feder ein bisschen. Aber nicht einmal die Achse ist mehr gerostet. Toll. Das ist echt klasse. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Richtig toll. Was wollte ich sagen? Also das Autohaus, wo sie den gekauft haben, der hat sie zu mir geschickt. Der hat die Videos gesehen auch und hat gesagt, fahr zu dem. Und der Verkäufer, der die Videos auch kennt, kennt jetzt auch die Autos, was sie macht, wenn sie gemacht sind und wenn sie nicht mehr ganz frisch konserviert sind, sondern auch noch im Winter und so. Und jetzt bringt er mir sogar sein eigenes Auto und das ist schon eine Auszeichnung, oder? Das finde ich schon toll. Das wird dann ein Jahres, das ist dann im November, dann nächstes Monat kommt der. So, jetzt soll ich ihn ein bisschen nachspritzen, dann kriegt er die Winterräder drauf und dann kann die Dame wieder heimfahren. Das Nachspritzen, wisst ihr, was geht, da brauche ich nicht mehr filmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War interessant, wie viele Kilometer das dran sind, ich weiß es jetzt nicht. Aber es ist egal, der ist genauso im Winter und im Sommer gefahren jetzt mehr. Und der Rostock-Leimer, über den haben sich jetzt viele aufgeregt, weil der eine Hilux nicht so gut geworden ist. Aber das war ein Hilux, bitte. Alle anderen, außer der Hilux, sind super geworden. Nicht? Da ist das Kombi-Wachs, da ist das High-Performance-Wachs. Das ist weich, metallic, hart. Und da ist der Rostprimer. Pur, und da ist er mit Wachs. Der ist jetzt bald 2 Jahre um. Im Januar werden es 2 Jahre. Und da ist nichts rausgerostet. Also der kann schon was. Das ist kein perfekter Vergleich, weil er ja da nicht so im Salz und im Abrieb steht. Aber das war genauso rostig wie da. Ja. So schlecht ist der nicht. Ja, aber bei ganz starken Rostbohren nehme ich lieber das ML, das zieht länger ein und kann tief einziehen. Und das trocknet auch nicht. Und bei normalen Rost kann man ruhig den Roststabreimer nehmen. Der trocknet in 2 Stunden, kannst du weitermachen. Und deswegen ist das vielleicht nicht ganz optimal bei tiefem Rost, bei tiefbohrigem Rost. Aber das haben wir jetzt auch gelernt. Ja, das passt schon. Ah, ich bin ja auch erleichtert, gell? Das ist toll. Bis zum nächsten Video. Ich bleibe immer dran. Da sieht man das, was ich zuerst bei meinem Bus einmal gesagt habe, dass das noch weich bleibt, das Wachs. Das ist gar nicht so hart, wie viele glauben. Ja. Da, wo es warm ist, weil da strahlt es viel Hitze an, gell? Ja. Da bleibt das Wachs richtig schön weich. Ja, das ist nicht so ein Hartwachs, wie man sich vorstellt. Ja. Gell? Echt genial. Man sieht das schon, glaube ich. Gell? Das kann ich da verschmieren. Die Spritze da dann gleich wieder nach. Gell? Also, jetzt bist du im Video. Darf ich das dann offiziell? Jetzt super. Da hinten ist nicht so heiß. Schau, da ist eher Haut. Gell? Aber das ist dann auch im Sommer, wenn es heiß ist, wird das auch wieder weichen. Ja. Das ist schon eine gute Eigenschaft. Ne? Das ist gewaltig. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst. Gell? Und ja. Da Luis, wahrscheinlich der Cousin von meinem Mandel, der wartet ja schon hart. Ah, den habe ich noch keinen Termin gegeben. Wohl, im November, glaube ich. Ah, habe ich einen Termin. Im November, glaube ich, hast du den Luis dran, aber dann noch. Ja. Mit dem Dings, mit dem Landcruiser. Ja. Für meinen Mandel muss ich auch noch schauen. Ja. Auf das warten wir noch. Wir gehen dann gleich schauen. Ja. Nein, super. Richtig, also richtig lässig. Hilux, weil
Ja. Ich will ihn jetzt nicht. Doch, wir hatten jetzt 28.000 Euro noch gefunden dafür. Jetzt kriegt man Geld für die Auto, das ist cool. Nein, krieg ich nicht mehr. Und so ein Eniger. Er ist ja der letzte mit der 3-Liter-Maschine. Ja, das auch noch. Ja. Das ist ja der letzte, er ist jetzt 7 Jahre alt. Ja. Der soll 20 Jahre alt werden, mir ist das wurscht. Er ist 7 Jahre und der Unterboden schaut aus wie neu. Da findest du keinen. Die sind nein, das war so mir lustig. So ein Anliegen, wie der Andreas nachher gesagt hat, der alt zum Gerhard. Nur recht, ja, das muss ich probieren. Weil ich liebe das Auto ja. Ja. Er ist jetzt der zweite in einem, und ich davor gehabt, einen schwarzen. Den hast du so lange du willst, ne? Im Rostock spielt er nicht mehr. Wie viele andere? Na, und die Maschine hoffe ich auch, dass sie hat. Du, es ist ja kein garantiert. Arbeitsauto, Gerhard. Ja. Ich fahre gleich spazieren damit. Eben. Arbeiten, spazieren. Ich habe jetzt letzte Woche, oder vor zwei Wochen ist schon her, habe ich einen Hilux da gehabt, den habe ich genauso gemacht. Und der hat überall wieder rausgerostet. Das ist, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber das ist Bauer, Jager. Köster, was der ist, auf dem Weg. In Acker, vor die Feldweg, vor dem Waldau. Der hat ausgeschaut, vorne war das ganze Schutzblech schon wieder unterschlagen, was ich eingefettet habe. Mhm. Das war schon wieder, also war alles unten, gell? Ja. Das ist schon wie einer fährt, auch wie einer das Auto hernimmt. Ne? Da ist ja eher im Schondern. Ja. Und das du, weil ich vorher sogar, ja. In Omas, ich wohne im Dorf und da fahre ich ein paar Meter, leider als Prinzessin ein bisschen lauter fahren kann, ich weiß nicht, gehe spazieren. Ja. Da fahre ich so gerne mit dem Auto. Was fährst du in Kilometer ungefähr? 10.000, ja. 11.000, 12.000 so plus minus. Ja, man hat jetzt ungefähr so 11.000 bis 12.000 bauseitigen Unterbodenschutz. Mhm. Den haben wir, glaube ich, in Herbst gemacht, ich muss nochmal nachschauen. Also wirklich so, wie einer das Auto bewegt, so hebt es auch. Wenn einer das brutal hernimmt im Gelände, dann wird es nicht so lange halten, wie wenn wir vor zwei Wochen gesehen haben bei dem Hilux, und der hält eben länger, weil der wird normal gefahren. Ja, er braucht nicht arbeiten. Passt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, jetzt wissen wir mehr.